Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Anschlag auf den Berliner Breitscheidplatz vor einem Jahr war ein Anschlag auf uns alle, auf die freie, tolerante und offene Gesellschaft. Es sind 12 Menschen ums Leben gekommen, viele Dutzend Verletzte, die bis heute leiden, und viele trauernde Angehörige, denen unsere Sympathie, unser Respekt und unser Mitgefühl gilt. Ich glaube, das sollten wir deutlich in diesem Hohen Haus zum Ausdruck bringen. Es ist viel in den letzten Monaten gesprochen worden über das Fehlverhalten von Behörden. Und es ist richtig, dass der demokratische Rechtsstaat das konsequent aufarbeitet, weil wir die Pflicht haben, daraus zu lernen und die Dinge zu verbessern. Aber es ist richtig, wenn uns entgegengehalten wird, dass viel zu wenig bislang auch über die Opfer gesprochen wurde. Wir müssen in unserem Land auch eine Kultur der Begleitung der Opfer entwickeln und sie in den Mittelpunkt unserer Rechtspolitik stellen. Und deswegen ist es richtig, dass wir hier weitere Verbesserungen auf den Weg bringen. Wir wissen nicht, meine Damen und Herren, ob und wann uns wieder ein Terroranschlag heimsuchen wird. Und wir tun alles dafür, um dies zu verhindern. Aber es kann leider niemand garantieren. Und deswegen brauchen wir im Falle eines Anschlags ein System, das Angehörige schnell, unbürokratisch und effizient Unterstützung bekommen. Deswegen muss es eine zentrale Anlaufstelle geben, die sofort arbeitsfähig ist. Die Zeit muss vorbei sein, bei der Angehörige bangend warten, nicht wissen, wen sie anrufen sollen, sondern sie müssen von der ersten Sekunde an begleitet werden. Das sind wir den Angehörigen schuldig. Wir müssen auch über die Entschädigungszahlungen sprechen. Es ist klar, dass kein Geld der Welt den Schmerz heilen kann, und kein Euro bringt einen geliebten Menschen zurück. Aber die Entschädigung kann helfen, dass die Angehörigen ins Leben zurückkommen, dass sie durch das Attentat nicht schlechter gestellt werden, als sie vorher waren. Und deswegen müssen wir deutlich zum Ausdruck bringen, dass die bisherige Opferentschädigung einfach unzureichend war, dass der Staat hier nachbessern muss, auch im Bereich der Vermögensschäden. Es müssen alle Schäden erstattbar werden. Und der Staat, meine Damen und Herren, darf hier nicht kleinlich sein, sondern der Staat muss hier Großzügigkeit walten lassen. Wichtig ist, meine Damen und Herren, dass das Signal ausgesendet wird von diesem gemeinsam getragenen Antrag, dass die Opfer nicht alleine sind, dass der Staat sich ihrer annimmt und dass in den nächsten Wochen und Monaten die Frage des Opferschutzes zu einem zentralen Element der Rechtspolitik wird. Wir müssen darüber sprechen, wie wir nicht nur den Terroropfern helfen, sondern wie wir auch im Strafverfahren den Opfern der alltäglichen Gewalt helfen können, wie wir als Staat die Unterstützung leisten können, damit die Menschen das Gefühl haben, der Staat steht an ihrer Seite. Sicherheit und Freiheit bedingen auch den notwendigen Opferschutz. Da machen wir uns auf den Weg, und da lade ich jeden ein, mitzuwirken. Herzlichen Dank. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag.